Achtung, bitte schnell um Aufmerksamkeit. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. So, und das ist ein ganz spezieller Moment, den wir hier verwünscht haben. Ich bin beim Heinz. Heinz, ich habe keine Ahnung. Und viele Leute, die das sehen, wahrscheinlich auch nicht, weil sie es noch nie gesehen haben. Wo sind wir hier? Also, wir sind hier im Eventraum in der Peterstrasse 85 in Altschwil. Das ist also ein Eventraum mit Flipperkästen, Spielautomaten, wo meine Frau und ich bespielen, respektive die Leute die bespielen. Und wir machen einmal im Monat so einen öffentlichen Oben, wo die Leute spielen können, ungezwungen. Man kann Kartis flippern. Einfach an der Bar gibt es etwas zu trinken, das man zahlt. Aber sonst ist das eigentlich ein ungezwungener Oben, wo man mit Freunden, Kollegen einfach kommen kann und noch lustig haben. Jetzt hat es eben gerade noch so Wellen. Er hat wirklich Geburtstag heute, also alles Gute an dieser Stelle. Danke. Erzähl mir schnell, interessiert mich, wie kommst du an die Schmuckstücke ran? Es hat auch noch ein paar ältere Exponate darunter. Eine Leidenschaft von dir? Ja, das ist schon eine lange Leidenschaft. Und zwar am Anfang habe ich nur alte Automaten gesammelt. Also das, was da steht, ist eigentlich nur ein Bruchteil von allem, was rumsteht, in der Garage und im Keller und. Und mit der Zeit sind dann auch die Neueren dazugekommen, weil die einfach vom Spielen her ein bisschen interessanter sind. Aber das ist sicher, ich bin als kleiner Bub, anstatt dass wir in Killen sind, sind wir flippern. Und es ist halt heute noch so, ich gehe nicht in Killen und dafür gehen wir hier flippern. Das Ganze ist ja relativ anfällig, weil wenn es gebraucht wird und es sind doch nicht mehr die neuesten Kästen, wie bist du dort aufgestellt, auch die Hüfteler par excellence? Ja, also ich bin gelehrter Elektriker und habe lange auf Telefonautomaten geschafft, auf alten. Dann ist ein Flipperkasten eigentlich nicht mehr so wild. Und Flip tut das alles selber reparieren, mache auch Reparaturen bei Kunden daheim, wo noch irgendeinen rumstehen haben. Also so, ja, haben immer zu tun, man weiss, wie es eben geht mit der Zeit. Markus, du bist sogar mit deiner Frau zusammen hier am Spielen. Was zieht euch hier an? Du bist ein Gast, der etwa dir mal kommt. Das ist so. Wir haben einfach den Blausch hier, weil es ist schon fast wie eine kleine Familie. Und wo kannst du schon gratis flippern und hier ein Güppli nehmen oder ein Aperol oder weiss ich was. Das macht Spass, oder? Und kannst ein bisschen Kopf leeren und ein bisschen Nervosität ein bisschen aufbauen. Aber was ist es denn hauptsächlich? Warum das Blind mit dem Flippern? Du, das kommt von früher noch, wo wir in den Flipperhöhlen als Junge, als Teenager und 20 rumgehöhlt sind. Da fühlst du dich gerade wieder 30 Jahre jünger, oder? Hast du jetzt einen Favorit noch von den Kästen? Eigentlich die alten mechanischen, weil ich habe daheim auch noch einen, den ich revidieren sollte. Aber die neuen, die elektronischen, die haben so viel Schnickschnack und Highspeed, dass die machen die halb süchtig. Jetzt hat es da hinten gerade bängelt, sie haben ein Freispiel geholt und du bist es glaube ich nicht gewesen, sie war deine Frau gewesen. Lassen wir die wieder dran, nicht dass du dann ins Hintertreffen kommst. Danke. Jetzt habe ich den Weg eigentlich nur hier gefunden, weil ich die Einladung gekriegt habe. Wie kommt man denn auf die Gästenlisten oder wie meldet man sich an? Es geht ja nicht, dass jetzt hier 100 Leute reinkommen. Nein, es ist ja so, dass man das eigentlich, wir den Raum ja vermieten. Und da gibt es immer Leute, die das gesehen haben und dann finden die das lustig, dann kommen die wieder. Es werden Kollegen oder sind auch sonst Kollegen rum. Und die können dann auch wieder einen Kollegen mitbringen, also einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber das nächste Mal wäre es zum Beispiel jetzt am 11. November, also am 11.11. wäre wieder, wer will kommen, kann kommen. Sind alle herzlich eingeladen, sofern es Corona noch zulässt.